Hallo alle zusammen. Die nächste Tanki ist fertig. Die hat etwas gedauert für die liebe Diana, die Tanki 189. Und da möchte ich euch eine kurze Geschichte dazu erzählen, warum wir immer sagen, das sind Seeleninstrumente. Die haben ihren eigenen Willen. Wir hatten vorher hier mit Diana abgesprochen, ganz, ganz viele, fehlt mir das Wort. Runen, danke. drauf und wir sagten schon, boah, das ist so ein ganz schönes Powerpaket, das ist eine Feuertanki. Die war eigentlich schon fertig, hing im Bus an Metallhaken, wie ich sie immer aufhänge, wo die auch vorher schon gegangen hat. Die war fertig und dann macht die einen Abgang, fällt drunter, mir absolut unerklärlich, wie, und ich durfte sie komplett nochmal neu machen. Also abschleifen, Farbe ab, die ist die einzige Tanki, dann die zweimal im Feuer gebrannt wurde. Als ob die Tanki sagen wollte, nee, das ist zu viel Power mit den ganzen Runen. Das ist nicht einfach nur ein Instrument, wo man ein bisschen drauf rumklöppelt. Das kann man natürlich auch. Aber die haben einfach eine eigene Energie, eine eigene Stimme. Und die hat gesagt, das ist too much. Zu viel Energie. Das wollte ich euch einfach nur mal erzählen, so eine Anekdote, wo wir uns dann auch danach richten. Ich habe da nicht versucht, irgendwas zu retten. Es ging auch nicht, sondern einfach komplett ab und nochmal neu. Und jetzt mit weniger Zeichen hat die einen komplett anderen Charakter. Ich finde sie wunderschön. Vielen Dank für deine Geduld, Diana. Ist wirklich noch nie passiert. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Aber hört mal hin. Andere Seite auch nochmal, finde ich, wunderschön gestaltet. Klangbeispiel genügen. Also wer wirklich ein beseeltes Instrument sein eigen nennen möchte, noch dazu ein Unikat nach euren Wünschen gestaltet, meldet euch gerne bei uns. Und www.stephanstankis.de. Wir freuen uns über Likes, Teilen, ihr helft uns beim Verbreiten einfach, dass wir das weiter so machen können. Danken euch herzlich fürs Zuschauen und alles Gute. Tschüss!